Die Montage unserer kleinformatigen Dachplatten aus Metall ist recht einfach. Sie lässt sich im Alleingang oder im Zweimann-Team bewerkstelligen und in wenigen Schritten erklären. In vielen Fällen, wie hier, ist es nicht notwendig, die bestehende Lattung zu entfernen. Die diffusionsoffene Unterspannbahn wird direkt darauf befestigt. Auch bei der Überdeckung von alten, undichten Bitumendächern sollte man auf eine Unterspannbahn nicht verzichten. Das Rastermaß der Dachlattung richtet sich nach der von Ihnen gewählten Eindeckung aus unserem Sortiment. In diesem Fall wird Evertile mit einem Lattmaß von 36,7 cm montiert. Hier sollte auf Millimeter geachtet werden. Daher bietet es sich an, die Konterlatten vor der Montage zu markieren. Das erspart Ihnen das Hantieren mit Zollstock und Lattenknecht auf dem Dach und erleichtert das Befestigen der Dachlatten. Legen Sie nun zwei Konterlatten und eine Dachlatte lose auf, nehmen Sie ein Traufblech zur Hand und suchen Sie den Startpunkt der ersten unteren Latte. Das Traufblech sollte am hinteren Ende der Dachrinne anliegen. Der Startpunkt ist abhängig von der Dachschräge und bewegt sich in der Regel zwischen 2 und 4 cm oberhalb des Sparrenendes. Nun können Sie die beiden äußeren Konterlatten befestigen. Überprüfen Sie auch das Restmaß nach oben, denn noch können eventuell entstehende Keile am First unten an der Traufe ausgeglichen werden. Im Bereich der Dachrinne sind diese Keile später nicht zu sehen. Sollte sich eine Gaube in der Dachfläche befinden oder, wie hier, ein abgeschlepptes Dach unterhalb der Dachrinne, das die Traufe unterbricht, befestigen Sie die zweite Konterlatte in der Fläche, richten Sie sie aus und ermitteln Sie mit Hilfe einer Schnur den Startpunkt der Dachlattung am anderen Ende des Daches. Alle weiteren Konterlatten können jetzt mit der Schnur anhand der Markierung ausgerichtet werden. Befestigen Sie die Dachlatten immer mit der Unterkante auf dem Strich Ihrer Markierung. So werden Sie das gesamte Dach schnell und punktgenau eingelattet haben. Achten Sie auf wasserdichte Durchbrüche. Befestigen Sie an den Giebelseiten eine 2,5 cm starke Auflage für die Ortgangprofile. Hier können Sie nun auch ein eventuell notwendiges Windbrett montieren. Der Bereich für die Kehle wird ausgespart. Sie schrauben auf jede Seite ein Brett unter die Dachlattung, das zur Auflage der Kehlbleche dient. Achten Sie hier auf die Schenkelbreiten der Bleche. Zur Auflage der Bogenfirstkappen befestigen Sie nun eine Latte oder ein Brett im First. Die Höhe des Brettes ist vom Dachgefälle abhängig und muss ermittelt werden. Doch dazu später. Für die Verkleidung von Gauben, Schornsteinen und Giebelbrettern bieten sich unsere Schindeln an. Sie werden mit verzinkten Schieferstiften, sogenannten Dachpappnägeln, befestigt, die direkt durchs Blech geschlagen werden können. Zusammen mit den Ortgangprofilen sind Ihre Giebelbretter so vor Wind und Wetter geschützt und müssen nie wieder gestrichen werden. Überall, auch hier im Bereich der Gaube, lassen sich ganz einfach wasserdichte Übergänge durch Aufkantung herstellen. Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie das Material nahezu beliebig formen. Die Traufbleche sollten Sie mit einer seitlichen Überlappung von ca. 5 cm befestigen. Für den Abschluss am Pultdach gibt es spezielle Abdeckungen. Auch hier bieten sich Schindelverkleidungen zum Schutz des Holzes an. Das Zuschneiden von Dachplatten lässt sich am einfachsten bewerkstelligen, wenn Sie immer von der Mitte eines der kleinen Wellentale bis zum Schnitt messen. Die granulierten Platten lassen sich am besten durch Ankratzen markieren, da sich Bleistifte sehr stark abnutzen. Bei Seidenmatten oder hochglänzenden Oberflächen verwenden Sie natürlich einen Stift.
Das Material besteht aus verzinktem Stahl und lässt sich auf verschiedene Weise schneiden. Wichtig ist, dass es sich um einen sogenannten kalten Schnitt handelt. Bei kalter Bearbeitung wird der Stahl durch den hohen Zinkanteil durch eine elektrische Verbindung zwischen der oberen und der unteren Zinkschicht optimal geschützt. Verwenden Sie also nur Blechschere, Stichsäge, Knapper, Schlagschere oder Handkreissäge mit maximal 4000 Umdrehungen pro Minute. Müssen Sie die Dachplatten im Pfannental im Wasserlauf abschneiden? Kanten Sie die Schnittstelle ca. 2 cm nach oben, damit das Regenwasser nicht hinter das Windbrett in den Dachkasten läuft. Startet oder endet die Dachplatte mit der Originalkante, ist das Aufkanten nicht notwendig, da das Bordgangprofil den Wellenberg abdecken wird. Haben Sie drei Reihen verlegt, können Sie die obere Reihe befestigen. Lassen Sie immer zwei Dachplattenreihen unbefestigt, damit Sie die Platten darunter anheben und einhängen können. Für die Befestigung haben Sie die Möglichkeit, auf Anfrage eine spezielle Nagelmaschine bei uns zu mieten. Diese Variante ist besonders bei großen Dachflächen interessant, denn es geht zügig voran. In der Regel aber liefern wir Ihnen Schrauben mit Bohrkopf. Zum Betreten der Dachfläche setzen Sie den Fuß immer in den vorderen Bereich des Pfannentals, genau dorthin, wo die Dachlatte liegt. Schneefanghalter liefern wir passend zum Dachsystem. Der Einbau ist einfach und erfordert kein Ausklinken oder Anbohren der Dachelemente. Legen Sie die Schneefanghalter vorerst lose ein und arbeiten Sie sich die nächsten zwei Dachplattenreihen nach unten. Vergessen Sie nicht, Lüftungsgitter zum Schutz vor Vögeln und Insekten einzubauen. Sie sind im Baufachhandel erhältlich. Im Falle einer Verlängerung des Daches vom eigentlichen Traufblech aus, wie bei diesem Schleppdach hier, oder bei Schleppdachgauben beispielsweise, ist es nur selten der Fall, dass das vorgegebene Rastermaß auch in diesem Traufbereich passt. Man also tatsächlich mit einer ganzen Dachplatte unten endet. Hier lässt sich eine sogenannte Schiebereihe einbauen. Montieren Sie die letzte Dachlatte mit dem Traufblech, wie bereits beschrieben, und verwenden Sie anstelle der darüberliegenden Latte ein Brett, das zur Auflage dient. Mit dem Ausrichten des Brettes können Sie den Neigungswinkel der beiden letzten Dachplattenreihen der restlichen Dachfläche anpassen. Die zwei Dachplattenreihen unterhalb der Schneefanghalter sind verlegt. Nun können die Halter fertig montiert werden. Legen Sie nun die letzten zwei Reihen, zuerst die untere, dann die darüber. Die Schneefanggitter werden in die Halter geklickt. Verbinder sorgen für Stabilität an den Stößen. Bohren Sie die Schraubenlöcher in jede zweite Dachpfanne über dem Auflagebrett. Achten Sie darauf, dass Sie die Löcher nahe am Wellenberg, nicht im Wasserlauf platzieren. Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Scheiben- und Gummidichtungen. Mit dem Reparaturset, das Sie gern mitbestellen können, dichten Sie die Bohrstellen dauerhaft ab und machen sie nahezu unsichtbar. Die Farbpaste aus dem Reparaturset eignet sich auch hervorragend zum Streichen von alten Zink- und Bleieinfassungen. Achten Sie beim Einbau von Sanitärlüftern darauf, dass Schwitzwasser durch warme Abluft nicht unter die Unterspannbahn laufen kann. Verkleben Sie die Folien mit einem hochwertigen Klebeband im Dachbereich gut miteinander. Durch die Konterlattung ist das Dach gut und ausreichend hinterlüftet. Das Profil der Dachpfanne sorgt dafür, dass genügend Luft über dem Traufblech einströmen und unter der Bogenfirstkappe austreten kann. Sollte sich durch starke Temperaturschwankungen dennoch übermäßig Kondenswasser bilden, sorgen Sie dafür, dass es über die Unterspannbahn ungehindert in die Dachrinne ablaufen kann.
Wandanschlussprofile benötigen wie die Ortgangprofile eine 2,5 cm starke Auflage. Sofern keine Wandverkleidung mit Schindel vorgesehen ist, werden sie immer in Verbindung mit Kappleisten montiert. Die abgekantete Oberseite der Kappleisten wird mit Silikon dauerhaft versiegelt. Kehlbleche müssen so montiert werden, dass sie auf einem Brett unterhalb der Dachlatte liegen. Es ist von Vorteil, die überstehende Ecke der Dachplatte vor dem Zuschnitt zu entfernen, damit Sie die Platte einhängen und Schnitt und Kantung genau markieren können. Zeichnen Sie den Verlauf der Kantung in den Schenkelmitten des Kehlbleches an. So behalten Sie eine fluchtgerechte Kantung auf der ganzen Strecke. Sind drei Reihen verlegt, kann die obere wieder befestigt werden. Die eingeschossenen Schraubnägel lassen sich auch wieder herausdrehen. Bei steilen Dächern, die Sie nicht betreten können oder bei denen Ihnen der Zugang zum Giebel später nicht mehr möglich ist, sollten Sie die Ortgangprofile gleich mit einbauen. Für Schornsteineinfassungen bieten wir Ihnen Kappleisten und selbstklebendes Blei in den Farben Schwarz, Braun und Rotbraun an. Möchten Sie Ihren Schornstein verkleiden, montieren Sie eine Vollschalung am besten aus USB-Platten. Die PVC-Profilecken erhalten Sie im Baufachhandel. Die Metallschindeln werden mit 3 cm Überlappung verdeckt genagelt. Die Schnittstellen verschwinden in den Profilecken. Achten Sie darauf, dass die Dachplatten unter dem Blei aufgekantet werden, wenn sich die Schnittkanten im Wasserlauf des Pfannentals befinden. Beginnen Sie bei der Eindeckung immer mit der zweiten Reihe von oben und befestigen Sie erst danach die abgeschnittene oberste Reihe. Die Dachplatten werden im Verband verlegt, das heißt, das Verschnittstück von rechts wird links zum Start in der nächsten Reihe verwendet. Schneiden Sie die Latte auf die entsprechende Höhe und verschrauben Sie sie mit der bereits montierten First-Auflage. Das First-Band ist luftdurchlässig und schützt Ihr Dach vor treibendem Regen, Schnee und Tieren. Wenn Sie auf das First-Band verzichten möchten, kanten Sie den Schnitt am First bzw. Walm ca. 4 cm auf. Alte Dächer aus Bitumenschindeln, Wellblechen, Dachpappe, überall dort, wo sich eine Dachlattung befestigen lässt, können problemlos überdeckt werden. Das spart Zeit und Kosten für die Entsorgung. Vorhandene Dachziegel hingegen müssen runter. Die Schornsteinabdeckung aus Edelstahl bestellen Sie bei Ihrem ortsansässigen Fachmann oder im Internet. Mit ein wenig Know-how kann sie aber auch selbst hergestellt werden. Edelstahl lässt sich hervorragend schneiden, abkanten, bohren und nieten. Vier Schrauben mit Dichtungsscheiben werden von oben in die Holzschalung gedreht. Antennendurchgangspfannen gehören zum Lieferprogramm, eignen sich aber nur, wenn der Antennenmast ins Pfannenraster passt. Soll der Mast an Ort und Stelle bleiben, kann man ihn mit Blei einfassen.
Die Montage der Solar- und Photovoltaikhalter erfolgt nach demselben Prinzip wie die Befestigung der Schneefanghalter. Spezielle Durchgangspfannen für Schläuche und Leitungen sichern einen regendichten Zugang. Vorhandene Wohndachfenster müssen nicht zwingend ausgebaut werden. Der Einbau von neuen Fenstern ist überhaupt kein Problem. Benutzen Sie die beiliegende Montageanleitung. Die Dachplatten werden nach unten gekantet, sodass sie mit der Kantung auf dem Eindeckrahmen stehen. Dachsysteme aus Metall sind leicht und beständig und trotzen Wind und Wetter. Das große Zubehörprogramm erfüllt alle Anforderungen an jede Dachform. Mit einer Auswahl von granulierten, Seidenmatten oder hochglänzenden Oberflächen und einer Vielzahl von Farben ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei. Die Montage in Eigenleistung ist eine preiswerte Variante und schont Ihren Geldbeutel. Wir errechnen Ihnen gern ein Angebot für Menge und Preis und liefern das Material direkt vor Ihre Tür. Wenn Sie Fragen während der Montage haben, erreichen Sie uns Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr unter 0173 20 37 946.